So, hallo liebe Autofahrer. Am 26. September haben wir ja die Bundestagswahl. Und das ist ja schon eine Schicksalswahl, nicht nur für uns, sondern vor allem auch für uns Autofahrer. Denn man mag sich gar nicht ausdenken, was denn passiert, wenn die Grünen den Kanzler stellen oder Mehrheiten sogar bringen, was da auf uns zukommt. Von Tempolimit angefangen, über Fahrverbote, Dieselfahrverbote, Sperrungen und einen Benzinpreis von 2 Euro und mehr ist ja keine Utopie mehr mit der CO2-Bepreisung. Und deswegen freue ich mich, dass heute mit an Bord ist mein Freund Michael Kupfer, Mike, Abgeordneter im Bundestag und 10 Jahre auch im Münchner Stadtrat gewesen und innenpolitischer Sprecher oder zumindest im innenpolitischen Ausschuss im Bundestag. Und ja, Michael, schön, dass du da bist. Guten Morgen, freue mich auch. Käfer wollte ich schon lange mal fahren, vor allem im Trocknen. Ja, dazu muss man sagen, wir haben den Dreh schon mal gemacht, vor ein paar Wochen. Und der Käfer hat ein ganz spezielles Interieur, nämlich eine eingebaute Dusche. Wenn es nämlich nass ist draußen, dann ringt's. Schaut selbst mal. Das muss man natürlich ein Stück dieser Wahrheit mitverordnen, dass natürlich ein Verkehrsmittel höchst saisonal abhängig ist, nämlich das Fahrrad, und ein Verkehrsmittel natürlich immer eingesetzt werden kann und immer eingesetzt wird. Ja, das ist ja brutal. Da wollte ich kurz fürs Protokoll sagen, dass ich heute Morgen schon geduscht habe. Heute schenken wir es uns. Michael Kupfer im Innenausschuss, was waren so die wichtigsten Aufgaben und was ist denn besonders in Erinnerung geblieben? Das Tolle am Innenausschuss ist natürlich, dass fast jede Woche heiß hier geht. Kann man ja in den Medien teilweise verfolgen. Wir haben jetzt die letzten 4 Jahre wirklich einiges vor der Brust gehabt. Ja. Das war zum einen natürlich die Frage, wie helfen wir in der Not, im Asylrecht und mit der Hilfsbereitschaft, die wir dafür auch einsetzen wollen. Ja. Und wie trennen wir das Ganze von der Frage der Migration und von denjenigen, die aus anderen Gründen zu uns kommen oder die vielleicht das Asylrecht missbrauchen wollen. Da habe ich mich sehr, sehr stark drum gekümmert. Stichwort Grenzkontrollen und Ähnliches. Kann ich soweit bestätigen, ein kraftvoller Schlagabtausch immer im Bundestag, den du da hattest. Und die Innenpolitik ist eine der wichtigsten Elemente natürlich. Aber uns insbesondere und unsere Zuschauer interessieren natürlich die Verkehrspolitik. Da hast du ja als verkehrspolitischer Sprecher schon im Stadtrat einige Akzente setzen können. Aber insbesondere, was erwartet uns denn oder was würde uns denn erwarten, wenn wir wirklich die Grünen da in führende Positionen bekommen? Ich sehe immer Baerbock und höre aber Hofreiter. Da wird einem ja ganz anders. Ja, das kann man in München ganz gut sehen. Du hast es ja angesprochen, meine Zeit im Rathaus. Mein Konzept für München war immer, eine Stadt der Angebote zu schaffen. Ja. Also, wenn wir wollen, dass mehr Leute vom Auto auf andere Verkehrsträger umsteigen, wofür ja in der Stadt tatsächlich einiges spricht, dann habe ich gesagt, dann müssen wir für die anderen Verkehrsträger gute Angebote machen. Ja. Einfach zu versuchen, durch Bevormundung und Verbot das Auto unattraktiv zu machen, hat jahrzehntelang noch nie funktioniert. Wird auch nicht. Das Ergebnis sind einfach immense Belastungen, auch für die Anwohner, sind Staus und ist einfach auch eine Stadt, die wir so nicht haben wollen. Und deshalb habe ich gesagt, Stadt der Angebote. Wenn man schaut, was die Grünen machen, ist es genau das Gegenteil. Das heißt, umverteilen von Straßenraum, Stichwort Striche auf die Straße malen. Oder ganze Fahrspuren wegmachen. Ohne attraktive Verkehrswege für die Fahrradfahrer wirklich zu schaffen. Diese Strategie, die verschiedenen Verkehrsträger miteinander in Konflikt zu schicken, ist ja für alle Seiten eine schlechte Strategie. Ist ja auch für die Radfahrer schlecht, nicht nur für die Autofahrer. Ja. Dann haben wir uns sehr bemüht um die Wiederaufnahme des U-Bahn-Baus, der ja, als wir im Rathaus in Verantwortung gekommen sind, eigentlich eingestellt war von unseren Vorgängern. Da haben wir vieles angeschoben und jetzt sehen wir, dass die Grünen das im Grunde wieder verschlafen. Also ja, obwohl sie ja immer plakatiert haben, U-Bahn-Bau statt Dauerstau. Ja, aber wo sie dann in der Verantwortung sind, sofort das Gegenteil wird natürlich gemacht. Deshalb sage ich, das ist auch das, was am 26. September zur Wahl steht. Und das kannst du von der Verkehrspolitik weiter deklinieren auf fast alle Politikfelder. Es steht zur Wahl eine Politik der Angebote, des Begeisterns, der Ideen und auch der modernen Lösungen
für Probleme gegen eine Politik der ideologischen Bevormundung, der Rückwärtsgewandtheit und von betonierten Verboten. Das war übrigens etwas, was mir sehr gut gefallen hat am letzten Triell von Armin Laschet, der gesagt hat, wir können ihm vertrauen, also sie können mir vertrauen und ich werde sie nicht gängeln. Das ist ein Versprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, das ist den Leuten noch gar nicht so bewusst, was das bedeutet. Wir werden gegängelt von diesen Leuten, die sagen, sie machen für den Klimaschutz dann alles. Klimaschutz ist wichtig, ist ja auch ein erklärtes Ziel von der CDU-CSU, von Markus Söder, da was zu tun. Aber die Leute nur noch zu gängeln, nur noch mit Verboten zu überziehen, den Preis hochzudrücken, wo es nur geht, und dann darf man so ungefähr gar nichts mehr, wird nicht die Lösung sein. Innovationen statt Verbote. Ja, alles andere funktioniert ja nicht. Wenn du erfolgreich sein willst, nehmen wir jetzt mal die Klimapolitik. Ja. Dann geht es doch nur, indem du die Leute mitnimmst. Du musst aus einer Idee des klimafreundlichen Wirtschaftens eine Bürgerbewegung machen. Und das gelingt nur, indem du die Leute dafür begeisterst und ihnen auch etwas anbietest. Und das, was die Grünen machen, ist im Grunde genommen das weiterhin unter den Grünen bleibt Klimaschutz ein Elitenprojekt. Für diejenigen, die es sich leisten können, ja. Und mit Bevormundungen und Verboten für alle anderen, die es sich nicht leisten können. Damit entsteht eine Zweiklassengesellschaft. Damit macht man Klimapolitik zur sozialen Frage, was völlig unnötig ist. Und es bleibt im Grunde genommen ein Nischenprodukt, anstatt dass man für ein wirkliches Umdenken sorgt. Wenn man für ein Umdenken sorgen will, muss man die Menschen mitnehmen. Das ist einfach meine tiefe Überzeugung immer gewesen in der Politik. Am Ende geht es nur mit den Menschen und nicht gegen die. Ein Wort noch zum Armin Laschet, was du gesagt hast. Ja. Und sein Versprechen im Triell. Das hat er übrigens in Nordrhein-Westfalen auch, seit er Ministerpräsident ist, auch immer gelebt. Das muss man wirklich sagen. Diesen freiheitlichen Gedanken. Und du weißt, es gab Zeiten, wo er das auch bei ziemlich viel Gegenwind durchgehalten hat in Nordrhein-Westfalen. Und ja. Insofern glaube ich schon, dass der Armin Laschet am Ende so handeln wird, wie er jetzt redet, und dass das ein sehr, sehr guter Kanzler wäre und hoffentlich auch wird. Ja, und ich glaube, er gewinnt auch Vertrauen. Ist ein bisschen schwer, dieser Wahlkampftrost in Schwung gekommen, aber ich glaube, jetzt ist er in Schwung. Und es ist wichtig zu betonen, den Leuten zu sagen, was sie denn da auch erwartet. Denn blumige Versprechen und schöne Plakate können sie irgendwie alles. Und das muss man ja fairerweise dazu sagen, das haben die Grünen schon gelernt. Ja, dass sie schöne Plakate machen. Früher haben sie plakatiert, Autos raus. Jetzt plakatieren sie, Mobilität muss bunt sein, muss schön sein. Ja? Heißt aber auch nichts anderes wie Autos raus. Ja? Und das muss man, glaube ich, schon übersetzen und erklären. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und insbesondere in den Städten, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt zu betonen, ist, da wackeln ja die Wahlkreise tatsächlich. Also in München, die Wahlkreise wackeln ja alles. Und was, glaube ich, nicht so bekannt ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erklären und zu sagen, wer mit der Erststimme eine kleine Partei wählt, wählt die Grünen. Also ja, und der verschenkt vor allem die Erststimme. Ja, weil die Erststimme ist die Kandidatenstimme, deine Stimme. Weil ja. Ich kann dich mit meiner Erststimme wählen, was ich natürlich tue, ja, kann ich dich wählen. Wenn ich dich nicht wähle und ich wähle eine andere, kleinere bürgerliche Partei, dann gebe ich die Stimme an die Grünen. Ja. Das ist eine ganz wichtige Message, die vor allem für die Städte gilt, für die Großen. Ja klar, weil natürlich am Ende des Tages nicht nur das Zweitstimmenergebnis entscheidend ist, ja. Sondern natürlich auch die Frage entscheidend ist, wie viele kommen über die Wahlkreise in den Bundestag. Also ja. Wenn wir die Wahlkreise gewinnen, kriegen wir mehr Abgeordnete ins Parlament, als wenn wir nur bei der Zweitstimme erfolgreich sind. Das weiß man bei der CSU. Das heißt, in München ist das ganz einfach. Wer mit der Erststimme die CSU-Kandidatin wählt, hat am Ende 4 CSUler mehr im Parlament. Die wir heute schon so haben. Und damit natürlich auch eine konservative Stimme vergeben und sie nicht verschenkt an Parteien, denen die Erststimme nichts bringt. Bei der FDP, bei den Freien Wählern, ändert das am Ergebnis gar nichts. Ja, weil man natürlich trotzdem einige kennt, die sagen, man schwankt so bürgerlich, wen soll ich da wählen? Dann sage ich immer, ja. Bürgerlich ist immer gut, ja, weil wir brauchen eine bürgerliche Mehrheit, eine Koalition dann im Bundestag. Ich wage mir gar nicht auszumalen, wenn ich Rot-Rot-Grün kriege, wenn ich SPD, Grüne und Linke mit einer Mehrheit in dieses Parlament kriege, was da auf uns zukommt. Dieses Land wird ja kaputt gemacht innerhalb von 4 Jahren. Deswegen ganz wichtig, eine bürgerliche Mehrheit, aber mit der Erststimme
muss man die Union wählen. Ansonsten ist es eine verschenkte Stimme, wie du sagst, oder eine Stimme an die Grünen. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Grünen gewinnen Direktwahlkreise, die drehen ja völlig durch. Also das, was eigentlich ja eigentlich der Gedanke hier auch ist, an dem System Erst- und Zweitstimme, dass du lokal verantwortliche Abgeordnete hast, die sich vor Ort den Leuten stellen müssen und da letzten Endes auch der Kümmerer für die Belange vor Ort sind und nicht nur die große Politik in Berlin, sondern wirklich ganz konkret vor Ort wirken, dass das dann einfach verloren geht. Das ist eigentlich schade. Das ist sehr schade. Der Süden vor allem auch schade. Ja, freilich. Also wirklich ein wahnsinnig liebenswerter Stadtbezirk ist, ein sehr traditioneller Stadtbezirk, aber natürlich auch mit vielen Themen, die sich stellen und wo das, glaube ich, dem Wahlkreis insgesamt schon gut tut, wenn ein Abgeordneter da ist, der vor Ort die Probleme ein bisschen kennt und sich darum auch bereit ist zu kümmern. Ja, finde ich auch ganz wichtig. Vielleicht noch ein Thema, das die Leute ja wirklich, wo sie penetriert wurden, ja geradezu, und gegängelt und gequält wurden von den Grünen, Thema Tempolimit. Ja, übrigens jetzt auch generelles Tempolimit 30 gefordert von den Grünen, Tempo 80 auf Landstraßen gefordert. Das wollen die alles umsetzen. Und natürlich Tempolimit auf der Autobahn. Deine Meinung? Wir brauchen kein Tempolimit. Wir wissen, dass ein Tempolimit im Grunde keinen Effekt hat. Ja. Außer wieder die ideologische Bevormunderei. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Wir haben die sichersten Autos. Die Autos waren noch sind so sicher, wie sie noch nie gewesen sind. Damit muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich bin dagegen. Danke. Ja, ich glaube, das sind die meisten Autofahrer und Autonutzer in diesem Land auch, die wir übrigens auch ständig befragen. Wir argumentieren ähnlich. Wir haben die sichersten Autobahnen, 13.000 Kilometer Autobahn. Davon sind 2/3 noch ohne Limit. Aber die Autobahn ist ein wichtiger Verkehrsträger. Wir haben wirklich gute Autofahrer und wir haben vor allem auch die besten Autos. Und das soll man einfach so belassen. Aber es ist ja ein ideologisches Kampfthema der Grünen. Haben sie gesagt, das ist auch das Erste so ungefähr, was sie umsetzen, wenn sie in die Regierung kommen und in die Verantwortung kommen, es umsetzen zu können. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, wusstest du das? Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Autobahn ist 117. Ja. Ja, ja 220 geht der schon. Ja. Ja, im freien Fall. Ja. Ich meine, der ist ein bisschen getuned. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 117. Das heißt, wir de facto fahren wir ja sowieso schon relativ gemächlich auch auf den Autobahnen. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, und wenn der Verkehr frei ist und die Verhältnisse es zulassen, kannst du einmal 160, 180 fahren. Also ihr habt gerne eine Reisegeschwindigkeit von 160 oder 180, wenn es geht. Ja, deswegen nochmal ganz wichtiger Punkt. Am 26. September Erststimme auf jeden Fall an die Union, an meinen Freund Michael Kuffer, aber natürlich gilt für alle Kandidaten in München, die vier Wahlkreise, und vor allem auch für die anderen großen Städte in Deutschland, wie Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt etc. Erststimme, ganz wichtig, wenn man sie nicht den Grünen geben will. Und für die Zweitstimme natürlich CSU. Für die Erststimme in München übrigens, das kann man nochmal sagen, das sind die Kollegen Bernhard Loos aus dem Münchner Norden, Stefan Pilsinger im Münchner Westen und der Wolfgang Stefinger im Münchner Osten und im Münchner Süden. Die alle im Bundestag heute sitzen, die alle auch ihren Wahlkreis so gewonnen haben. Alles gute und fleißige Kollegen, jeder in seinem Feld. Ja. So, liebe Autofahrer, jetzt seid natürlich ihr dran. Entscheidend ist, dieses Video natürlich auch zu teilen. Da gibt es die entsprechenden Links dazu. Es ist wichtig, am 26. September, wenn wir nicht am 27. mit dem Kater aufwachen wollen, zum Wählen zu gehen und natürlich hier auch richtig und gut zu wählen und dann schauen, dass wir idealerweise eine gute, stabile, bürgerliche Mehrheit dann auch wieder für das nächste Mal bekommen, für das nächste Parlament. Und dir wünsche ich natürlich alles, alles Gute. Danke. Ich freue mich auf die nächste Käferfahrt und natürlich da ratschen wir dann weiter. Da geht es dann weiter bei den Themen und hoffe, dass in Deutschland wieder weiterhin gute, vernünftige Politik, Männer durch ihn, gemacht wird. Servus. Mike, vielen Dank. Gerne. Servus.